Das Städtchen Donegal, ein beliebtes Ziel bei Touristen, die den Nordwesten Irlands besuchen. Hier gibt es viel zu entdecken. Darunter auch das Old Castle Bar Restaurant im Stadtzentrum gleich neben dem Schloss. Hier wird typisch irisch gekocht. Meeresfrüchte und Fisch gibt es in der Hafenstadt immer frisch. Küchenchef David Harrington verleiht traditionellen Gerichten eine moderne Note. In der traditionellen irischen Küche wird langsam gekocht. Es gibt viele Eintöpfe und Aufläufe. Die Rezepte werden von den Hausfrauen über Generationen weitergegeben. Das Restaurant gibt es seit mehr als 150 Jahren und es zählt zu den besten der Stadt. Seafood Pie ist eines der beliebtesten Gerichte hier. Ein herzhafter Auflauf, der nach einem alten Familienrezept gekocht wird. Ein Fischauflauf macht einfach glücklich. Es ist eins der warmen Gerichte, die man bei kaltem Wetter besonders gerne isst. Hauptbestandteil des Auflaufs ist natürlich Fisch. Am besten sind Lachs und Kabeljau. Dazu kommen Meeresfrüchte, verschiedene Gemüse, Sahne, Petersilie und Butter. Zuerst fein geschnittenes Gemüse in Olivenöl anbraten. Dann mit Weißwein ablöschen. Und Sahne hinzufügen. Das Ganze 2 Minuten reduzieren. Und jetzt füge ich geräucherten Lachs, Kabeljau und geräucherten Seelachs hinzu. Der gibt dem Auflauf eine sehr schöne, rauchige Note. Lachs ist schön frisch und zerfällt nicht so schnell. Und Kabeljau hat besonders festes Fleisch. Nun werden Muscheln und Krabben eingerührt. Wer keine Meeresfrüchte mag, wählt stattdessen einen anderen Fisch, Hecht, Dorade oder Rotbarsch etwa. Der Küchenchef bekommt seinen Fisch täglich fangfrisch. Die meisten Fischer fahren vom Hafen im nahegelegenen Killybegs hinaus auf den Atlantik, wie Smith Campbell. In der Regel fangen wir Makrelen für Backfisch. Und dann angeln wir Seelachs. Sehr guten Seelachs haben wir hier, aber auch Kabeljau. Für den Fischauflauf zerstampft David Harrington als nächstes gekochte Kartoffeln mit Butter, Milch und Lauch zu Kartoffelpüree. Der 35-Jährige liebt seinen Beruf. Er hat schon als Jugendlicher die Gerichte seiner Oma nachgekocht. Mir ist es wichtig, immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Ich experimentiere mit regionalen Produkten und kreiere daraus tolle neue Rezepte. Ich achte darauf, dass alles auf dem Teller perfekt harmoniert und die Gäste zufrieden sind. Goes on the plate perfectly and customers are happy. Nun kommt die Masse in eine feuerfeste Form. Erst der Fisch mit dem Gemüse, dann das Kartoffelpüree und darüber Cheddar-Käse, der gibt dem Auflauf eine würzige Kruste. Alles wird rund 20 Minuten lang bei Oberhitze im Ofen überbacken. Den Auflauf ergänzt David Harrington mit in Butter gebratenem Gemüse. Brokkoli, Möhren und Kartoffeln passen gut. Fertig ist ein irischer Klassiker. Gemüse, Kartoffelpüree und Fisch, alles in einem Gericht. Eine vollwertige Mahlzeit. Der Fischauflauf von David Harrington. Ein irisches Gericht für kalte Tage.